Hi Leute, ich würde sagen, die neuen Items sind nix für uns. Erhöht Angriff jedes Mal, wenn dein Partner bewusstlos wird, enorm, also wenn einer stirbt. Nein, auch wenn ich im letzten Part sehr schlecht war, das denke ich, brauche ich nicht. Geben dir 20% mehr Erfahrung bei Sieg durch Paarattacken. Ja, machen wir jetzt auch nicht so oft. Also würde ich sagen, bleibt alles so, wie es ist. Wir schauen hier kurz in die Traumwelt rein. Und ich muss sagen, ich verstehe mich einfach nicht. Ich habe ja gesagt, ich mache einen Übungskampf, ne? Viermal exzellent hintereinander. Sprung und Hammer, problemlos. Es ist nur bei der Aufnahme so. Ich habe sogar jetzt im Pilzwaldpark die Aufgabe geschafft, mich 10-mal hintereinander nicht treffen zu lassen, weil ich alles perfekt geschafft habe. Keine Ahnung. Also, wow, was ist das für ein Typ? Es liegt doch nicht daran, dass ich jetzt zu wenig gezockt habe. Es liegt an Dingen, die unerklärlich sind. Ja, jetzt in der Traumwelt ist natürlich alles noch ein bisschen verzögert, aber vielleicht klappt's ja. Weil da springt Mario ja langsamer und höher. Tatsächlich. Zwar kein Exzellent, aber super. Ja, und diese Uhrengegner hier, die kennen wir mal überhaupt nicht. Wie greift er an? Ja, passt. Was? Ohne Schäden 18? Ach so, das ist wahrscheinlich einfach nur keinen Schaden gegen diesen Gegner erleiden. Und das ist mir gelungen. Juhu, Selbstwertvertrauen steigt. Happy. Alles klar. Also, wir müssen hier wieder 3 Albtraumsteine zerstören. Naja, ich sehe schon, das ist wieder nur ein normaler Kisso. Und wie komme ich da hin? Ach so. Da muss er wieder niesen. Man sieht hier in der Traumwelt im Hintergrund auch immer wieder Personen, die in der Stadt herumlungern. Mal ein Yoshi, mal ein Toad. Aber es sind nur Schatten. Und wunderschöne Palmen. Ich bitte dich noch einmal zu niesen, Luigi. Ich glaube, da drüben ist auch noch einer, oder? Muss ja auch sein, wo sonst? Ja. Das war absolut kein Problem. Der Kisso ist gerettet, Gegner ist besiegt. So, bitte weitermachen, Freunde. 16. Was hat Traumswurf gesagt? Bei 18 kriegen wir den nächsten Preis, ne? Und irgendjemand von euch hat gesagt, es gibt mehr als 50 Kissos. Das ist ziemlich viel. Aber ich möchte alle retten. Aber, ja gut. Wie viel wir bei diesem Let's Play außer der Story machen, das hängt davon ab, wie viele dann nach 80 Parts noch zuschauen. Weil ich denke wirklich, es wird mindestens 80 Parts dauern, das Let's Play. Ich bin wieder normal. So lange habe ich auf den Tag gewartet. In meiner steinernen Gestalt habe ich immer Stimmen in der Umgebung gehört. Und immer, immer wollte ich wissen, was da vor sich geht. Jetzt bin ich frei und sehe, was in der Stadt abgeht. Vielen Dank für eure Hilfe, ihr kühnen Bärtigen. Null Problemo, Alter. Wo müssen wir jetzt hin zur Hölle? Also wir haben eine neue Paarattacke gelernt. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Irgendwas mit einer Kanone, so viel weiß ich noch. Und das kann nur Mario. Also in Zukunft sieht es so aus, als würden die beiden unterschiedliche Paarattacken lernen. Habe ich ja nichts gegen. Nur die Panzer waren in etwa gleich. Vom Prinzip her war es gleich, aber das Angriffsschema ist anders. Mario greift einen spezifischen Gegner an und Luigi random. So, jetzt gegen euch. Ich hasse euch wie die Pest. Vielleicht liegen mir auch einfach die Gegner hier in der Umgebung nicht. Das kann auch sein. Ja, geht schon wieder weiter. Aber ich weiß jetzt, wie ich das kontere. Nämlich zweimal schnell hintereinander den Hammer einsetzen. Aber es ist nicht so einfach. Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Es ist so fies. Der ist besiegt. Man bekommt so oft von den KP-Armreif. Kann ich gar nicht gebrauchen. Ich habe jetzt schon 4 von denen oder so. Das sind halt echt nervige Gegner. Komm, Luigi, jetzt hat exzellent und weg. Wieso nur super? Verdammt. Ach, ich war bei Sprung sowieso immer schlechter. Ich sollte es nicht so ernst nehmen. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Oh. Item.
Super Sirup. Ja, so viele BP verbrauche ich eigentlich gar nicht. Mussten wir überhaupt schon mal einen Sirup benutzen? Einmal, glaube ich. Aber öfter nicht. Liegt aber auch daran, dass ich hier die Spezialattacken sehr schwer finde. Gut, Panzer geht noch. Aber der Rest... Ja! Nein! Oh, na toll. Jetzt seid ihr beide auch hier unten. Das war's dann wohl. Ich werde in diesem Land mein Ende finden. Goddamn. Ich bin ein erwachsener Toad und trotzdem verlaufe ich mich noch. Es ist schon wieder passiert. Und als ich's gemerkt habe, war ich schon hier. Ich war so glücklich, als ich euch beide da oben gesehen habe. Wollte euch fragen, ob ihr mich zu euch hochziehen könntet. Aber dann seid ihr beiden hier nichts von der Mauer runtergesprungen. Und jetzt? Wie kommen wir hier je wieder raus? Ich glaube, wir lernen jetzt den hohen Sprung. Marilü, die tut gefälligst was. Oder auch nicht. Immer noch nicht. Verflucht. Wahnsinn, ein neuer Weg. Ihr seid einfach die Größten. Ach was, die Allergrößten. Jetzt kann ich jederzeit von hier abhauen. Schätze, ich bleib aber noch eine Weile hier und schau mir die Ruinen an. Echt, hat der andere Toad nicht gesagt, wir sollen den darüber pfeifen? Bekommt man etwas, wenn man das tut? Ich lasse es jetzt einfach mal, weil hier ist ein neues Rätsel für mich. Das sieht etwas größer aus. Aber ähnlich einfach. Oh, obwohl... Doch nicht. Das muss dann nämlich nochmal raus. Wir können ja nur da graben, wo das durch eine Mauer nicht abgegrenzt ist. Und ich wäre da so jetzt nicht weitergekommen. Aber wenn ich das jetzt hier rüber knall... Ach so. Das ist kniffliger. Moment mal, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Ja, runter mit dir, in die Erde. Ich hau das hier rüber. Haust aufs X. Und dann mache ich das Gleiche mit dem. Ja, tatsächlich, das ist die Lösung. Und dann hau ich das O dahin, wo es hingehört. Nämlich darüber. Und das X nach unten. Und schon sind wir hier durch. Well done. Kein Problem. Und so kommen wir zu Muskulone. Ich habe ihn schon vorhin im Hintergrund gesehen, als wir mit dem Toad gesprochen haben. Der schläft da aber so genüsslich. Ich habe die Befürchtung, dass es Ärger gibt. Deswegen heile ich mich mal. Oh, nur Mario braucht Leben. Der Luigi regelt es sowieso alles mit seinem Armreif. Und der Speicher ist ja auch nicht umsonst da. Ja doch, also ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt gleich aggressiv wird, weil wir ihn aufgeweckt haben und kämpfen will. Anscheinend befindet sich der Traumstein auf dem Pyjama-Gipfel. Ja, das wissen wir. Aber wie wir dorthin kommen... Noch nicht ganz. Auf jeden Fall brauchen wir dich dazu, Muskulone. Also wach auf! So, da ist er also, ja? Der große Muskulone. Hat er die ganze Zeit ein Nickerchen gemacht? Dann wecken wir ihn doch mal auf. Oh, holt bloß nicht eure Hämmer raus. Los an die Arbeit, aufstehen! Der will nicht. Steh auf! Guten Morgen! Du kommst zu spät! Keine Chance, der Kerl wird einfach nicht wach. Wo schaust du ihm denn hin? Da stimmt doch etwas nicht. Du denkst echt, der hat einfach nur einen festen Schlaf? Klar, es sieht so aus, als ob er schläft. Aber sein Atem geht wirklich langsam, oder? Und er hat sich nicht einen Zentimeter gerührt, obwohl ich so einen Lärm gemacht habe. Oh. Natürlich, das hier ist eine Traumzone. Der Kerl könnte hier noch ein wenig ewig schlafen. Was? Traumzonen haben eine mächtige Aura. Manchmal, sehr selten, halten sie Schläfer in ihren Träumen gefangen. Wer dieses Schicksal erleidet, endet wie dieser arme Teufel. Allerdings ist er vielleicht auch absichtlich in einem Traum geblieben. Er will gar nicht aufwachen? Ja, wovon träumt er denn wohl? Da kann ich mir einiges vorstellen. Muskelstärke,
Oh, mehr Muskel. Okay, gut. Er denkt an was anderes. Vielleicht will ich das gar nicht wissen, aber wir müssen ihn trotzdem aufwecken. Genau. Und es gibt nur einen Ort, wo wir ihn wecken können. In seinem eigenen Traum. Wir müssen ihn also zuerst innerhalb seiner Traumwelt finden. Und dann müssen wir ihn überreden, aufzuwachen. Wir müssen ihn also in Muskelones Traum hinein? Ist das überhaupt möglich, den Traum einer anderen Person besuchen? Ein kranker Scheiß. Und ob? Luigi, versuch, neben ihm einzuschlafen. Wenn zwei Personen in der gleichen Traumzone schlafen, dann ist es möglich, dass die beiden sich in denselben Traum begeben. Perfekt, so kommen wir in Muskelones Traumwelt. Also dann, Luigi, leg deinen Kopf auf mich. Mario, Luigi, viel Glück. Holt diesen Kerl aus seinem Traum raus. Ich hatte also recht. Es gibt noch eine große Traumweltpassage. Und das wird Ärger geben. So einfach kommt er da nicht raus. Da bin ich mir sehr sicher. Ich bin meistens ja auch aggro, wenn ich einfach so geweckt werde. Das ist ja völlig verständlich. Oh, und bitte lass hier nicht diese Stacheltypen aufkreuzen. Die Uhrengegner haben mir viel besser gefallen. Aber wir nehmen direkt die Röhre. Jetzt wird das Timing halt hier auch schwerer. Weil ja, wie gesagt, in der Traumwelt alles ein wenig verzögert ist. Aber ich hoffe, ich habe die Kämpfe wieder drauf. Hey, ein Shop! Hallo zusammen, seid willkommen! Obwohl, das ist doch diese Reiseagentur. Das hier ist die Ausflugsagentur der Traumwelt. Wir bieten wundersame Reisen zu den verschiedensten Zielen. Und das wäre? Und zu dieser Jahreszeit haben wir ein ganz spezielles Angebot. Aber das ist noch nicht alles. Die Pilzsammlertour. Da freut er sich. Kein Bock? Ihr wollt wissen, ob wir noch andere Touren anbieten? Wir können jede Tour anbieten, die ihr euch nur vorstellen könnt. Bei uns bestimmt der Kunde, wo es lang geht. Nur zu, sagt's mir, wonach ihr gerade Bock habt. Sagt es mir, ich werde es euch erfüllen. Ihr sucht in der Traumwelt nach Muskelone? Wollt ihr Muskelone etwa aufwecken? Eine Muskelone-Tour also? Gewissermaßen, ja. Sowas gibt es nicht! Das ist schlecht. Guten Tag, hier ist die Ausflugsagentur. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, okay, ich schreibe es mir auf. Wir haben Muskelone. Prügeln, die zwei Schnauzbartträger, große Muskelschlacht. Ja. Okay, ich rufe gleich zurück. Das war Muskelone. Er möchte sich mit euch prügeln. Wenn ihr bei der großen Muskelschlacht gewinnt, ehrt euch Muskelone mit einem Treffen. Was? Sagt Bescheid, wenn ihr teilnehmen wollt. Dann werde ich Muskelone anrufen. ETF. Das klingt nach einem Kampfturnier oder so irgendwie was. Nehmt ihr Muskelones Herausforderung an? Gut, dann klingele ich mal bei Muskelone durch. Hätte ich vorher speichern sollen? Ah ne, haben wir ja vorhin draußen, ne? Gut. Hallo Muskelone, hier ist die Ausflugsagentur. Die zwei Herrschaften möchten nur zur großen Muskelschlacht antreten. Fühlen sich cool. Und deine Schüler? Muskelprüfung? Ja, okay. Sieht nicht so aus, als gäbe es viel zu prüfen. Why not? Grenzhardt, allzeit bereit. Juhu! Du? Du siehst aber nicht gerade stark aus. Faustzorg! Was ist das für ein Lappen? Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich möchte alleine sein. Vorhin ist mir mein Eis auf den Boden gefallen und jetzt bin ich Depri. Sag dich doch, Lappen. Dreistmut! Wahaha, bahnfrei, mach Platz! Ich muss mal kurz mein Bein ausstrecken, es wird gleich Tonprobleme geben, weil das ist gerade echt ein Problem. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh Gott. Wow. Ich habe mich schon an mich geprügelt, aber das ist echt ein ätzendes Gefühl, das wisst ihr bestimmt.
Was ist denn das für eine? Muss ich mit euch allen kämpfen oder was? Aufgewacht, Motzwolk! Morgen! Wir sind die Muskeleffen, die Schüler von Muskulone. Jeder von uns trägt so eine Muskeleffen-Medaille, die müsst ihr uns abnehmen. Nur so könnt ihr beweisen, dass ihr würdig seid, gegen Muskulone anzutreten. Wo ist mein Eis? Wenn wir euch vier schlagen, können wir also mit Muskulone sprechen? So ist es! Aber einfach so zu kämpfen wäre lame. Wir werden uns also erstmal verstecken. Und ihr müsst uns suchen. Abflug! Nur sie bleibt da. Sie pennt. Oder doch nicht. Oh nee, jetzt darf ich nach denen suchen. Zumindest im Weglaufen sind sie schon mal erste Sahne. Nun denn, Mario, Traum Luigi, ihr müsst die Muskeleffen aufspüren und im Kampf besiegen. Oh Gott, was für ein Scheiß. Sind wir von hier gekommen? Ja, oder? Ich glaube schon. Da sind sie! Weg hier! Oh, es tut echt weh. Ich muss mal kurz abbrechen. Mein Fuß fällt mir, glaube ich, ab. Ah. Wow, 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 wow. Ich setze mich nie wieder so hin, wie ich mich gerade hingesessen habe. Voll fail. Oh Gott! Also so stark hat es echt noch nie wehgetan. Ich befürchte, in dem Bein war kein Tropfen Blut mehr, hey. Naja, aber ich habe es überstanden. Und jetzt suche ich nach dem ersten Pfosten. Finde aber nur die Uhr. Den Itemladen habe ich auch gesehen, aber wir brauchen ja nichts. Ich denke, hier rechts oben wird schon der erste Spinner sein. Oh, und gegen diese Uhr, wie heißt sie eigentlich? Foppur, sollte man, denke ich mal, springen, weil die schweben, ja? Also bietet es sich eher nicht an, den Hammer einzusetzen. Oh, Gott sei Dank, ein Exzellent. Also diese Uhren, das sind echt dankbare Gegner. Vielleicht ist es ja wirklich so, wie ich vermutet hatte. Es lag an den Gegnern. Die lagen mir einfach nicht, diese scheiß Krebse. Und die hier da oben. Leider bekommt man aber für die Uhr nicht so viele EP. Die hat mich jetzt als klug ausgetrickst. Ich dachte, sie würde flüchten und dann dreht sie plötzlich um. Aber ich bring dich trotzdem um. Insofern ich meine Attacken nicht versaue. Wie jetzt. Ja gut, dann sehen wir mal, wie sie angreift. Oh, ein Vögelchen. Nicht so toll. Yes, diesmal habe ich es abgewehrt. Und stirb. Ich sollte vielleicht auch dran arbeiten, jetzt in der Traumwelt 10-mal Exzellenz zu sammeln. Und mich 10-mal nicht treffen zu lassen. Ich weiß, einige von euch lachen jetzt vielleicht. Weil ich meine, so schlecht wie ich letztens war, kann das ewig dauern. Aber ist ja nichts ausgeschlossen, dass es sich gleich wieder ändert. Und was soll ich jetzt machen, da hoch? Ich komme da nicht mehr runter. Oder erst nach rechts gehen. Was ist das für ein Labyrinth? Und was ist das da? Dies scheint ein neues Lugisionsobjekt zu sein. Wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an mich. Moment mal. Luigi, geh mal rein. Und jetzt? Ich glaube, ich muss seinen Bart streicheln. Hä, was ist das denn? Wenn du an der rechten Seite seines Schnurrbarts ziehst, wird Mario also schneller. WTF. Okay, tatsächlich. Das ist krank. Das bringt ja alles komplett durcheinander. Aber wahrscheinlich kann ich so dann darüber. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, alles langsamer zu machen. Zählt das eigentlich auch für die Kämpfe? Ich hoffe nicht. Dieses Luigisionsobjekt ändert Marios Geschwindigkeit. Mit dieser Fähigkeit kommen wir hier weiter. Boah. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schnell lassen soll oder lieber die Geschwindigkeit rausnehmen soll. Auf jeden Fall komme ich so dann über dieses Laufband. Und anders vielleicht nicht. Aber es gibt hier so viele Wege. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Alter, ist das verwirrend. Und bei den Stacheln komme ich ohnehin nicht weiter, ne? Ja. Genauso wenig, wie ich da hochkomme. Oder doch?
ETA! Moment, vielleicht kann man ja, wenn man das alles verlangsamt, so einen Moonjump ausführen. Ich probier's mal. Und tatsächlich. Geht echt. Ja, Mario muss sich langsamer bewegen. Dann werden seine Sprünge sanfter und er kommt höher. Hm. Also eigentlich ist es eine coole Idee, oder? Wie mache ich hier wieder alles normal? Ja, jetzt muss ich irgendwie so erstmal hier rüber und da hoch und den Superpilz. Ja gut, am besten rede ich normal weiter. Ich muss mein Gerede ja nicht der Geschwindigkeit anpassen. Außerdem müsste ich ja dann, wenn alles viel schneller ist, so schnell reden wie Iblali. Was keine Kritik oder ein Diss ist, sondern es ist ja sein Markenzeichen, dass er schnell redet, versteht ihr? Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht schnell reden. Oder rede ich schnell? Müsst ihr beurteilen. Aber ich glaube nicht. Du. Ich habe jetzt hier eine Abkürzung geschaffen, oder was? Ja, tatsächlich. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe das Luigisionsobjekt kennengelernt. Alles schön und gut. Aber wirklich was bekommen habe ich dadurch ja nicht. Deswegen gehe ich mal hier hoch. Oder ist dann nur der Gegner? Anscheinend, ja. Übersehen habe ich nichts, würde ich jetzt mal behaupten. Also ist es wohl so, dass da nichts ist. Oh, der Schubskreis. Aber der ist mir lieber als die andere Attacke. Wieso habe ich jetzt den nicht getroffen? Ich bin doch eindeutig auf ihn draufgesprungen, oder nicht? Boah. Alter, hier lasse ich mich ja noch öfter treffen als bei der anderen Attacke. Ja, ich mag diese ganzen Gegner einfach nicht. Wieder Schubskreis. Na, kommt her. Alter, muss das hier genau sein. Ich bin ein bisschen verzweifelt bei diesen Gegnern, muss ich sagen. Ach stimmt, man könnte ja auch rauslaufen aus dem Kreis. Ja. Das wird noch sehr harte Parts geben. Das Level-Up habe ich dringend nötig. Ich glaube, ich erhöhe die Verteidigung. Ja, die kriegt sowieso nur +2. Das ist mir zu wenig. 50 ist mir zu wenig. Ich will mehr haben. Oh, obwohl, nein, das sollte ich nicht tun. Hier gibt es ja grauenvolle Zahlen. Attacke ist schon besser. Ja, dann trimme ich ihn eben weiter auf Angriff. 72. Das ist viel. Und dank der Ausrüstungsgegenstände erhöht sich das ja wahrscheinlich noch über 100. Was hast du denn hier im Angebot? Ey, an alle, die das Spiel auch besitzen, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ab diesem Zeitpunkt hier auch Probleme mit den Gegnern hattet oder ob ich einfach nur übel schlecht bin. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das kann doch gar nicht sein. Die Gegner sind einfach zu stark. Ich meine, ich habe ja nichts gegen. Ist ja toll, wenn das Spiel anspruchsvoll ist. Boah, ihr könnt ihr nochmal die KP erhöhen. Nee, komm, wir kaufen nix. Wir haben genug Ausrüstungsgegenstände, die sind auch alle sehr gut. Also daran liegt es nicht. Kiste Latte brauche ich auch nicht, oder? Ich will nicht mit dir reden. Akzeptierst, dass ich nicht dein Freund bin. Ja, wohin jetzt? Einfach mal jeden Weg abchecken. Das heißt für mich, wir gehen hier lang und schauen, was so auf mich zukommt. Ein Luigisionsobjekt. Aber das ist nicht das mit der Geschwindigkeit, das ist ein anderes, oder? Ja, das sind die stellsten Luigis. Vorsicht! Nicht, dass da einer dieser Spitzen in meinen Arsch gebohrt wird. Das möchte ich nämlich nicht. Oh, viel Geld. Das lockt mich an. Los, hol's dir! Und hochspringen. Yay! Ey, da ist ein 100er. Da ist ein 100er, den will ich haben. Ja, komm. Yes! Hat sich also auf alle Fälle schon mal gelohnt. Dann springen wir mal hier hoch. Oh, was ist da denn? Nein, es ist weg! Nein! Das viele Geld. Ja, gut. War das jetzt nur ein Bonusraum? Oder ist hier auch einer meiner Gegner?
muss mal schauen, was sich hier befindet, in diesem Gang. Unten sowie oben. So, unten geht's weiter. Und oben? Auch super. Ist ja nicht verwirrend. Achso, gut, Sackgasse und eine Angriffshose. Mario spitzt die Ohren. Und möchte sich die mal angucken. Wie kann ich die ausrüsten? Die ist schon bei dem, oder? Ja. Hier. Lädt deine Ordenleiste ein wenig auf, sobald du Schaden erleidest. Aber irgendwie erhöht die drastisch die Verteidigung und nicht die Angriffskraft. Ist jetzt ein wenig verwirrend. Ja, wir würden 14 Punkte verlieren beim Angriff, wenn ich die ausrüste. Aber irgendwie muss ich sagen, ich hab Schiss hier. Die Gegner sind fies. Ich werde für kurze Zeit diese Hose tragen, damit ich viel Verteidigung habe. Weil ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass ein Anstieg um 33 eine Menge ist. Und dass mir das hier mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal den Arsch retten wird. Bei diesen ganzen fiesen Gegnern. Oh. Soll ich hochspringen, oder? Nee, da ist nichts. Ja gut, also in dem Part lief es jetzt schon besser, oder? Können wir wieder einen Augenzwinkerlem machen? Es ist vielleicht nicht mehr so spannend wie am Anfang des Let's Plays, aber ja, so sind RPGs. Die nutzen die Umgebungen aus. Es wird schon noch viel mehr Pep reinkommen. Guardiola. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dranbleiben würdet. Achso, ich hätte da nach unten gar nicht gehen können. Ah, das habe ich jetzt freigeschaltet. Und im nächsten Part werden wir dann gegen diese Muskeleven kämpfen. Die bilden sich ja ganz schön was drauf ein, dass sie Unterricht bei diesem Typ da genommen haben. Ich glaube nicht, dass die so stark sind. Schauen wir es uns an. Beim nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und tschüssi.